Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, zu Mass Effect. Ich müsste das echt ausschalten. Zu Mass Effect 1 Legendary Edition. Ja, das ist echt gelogen, ne? Ich hab nochmal neu starten müssen, wegen... Hat wieder angefangen ein bisschen zu ruckeln, weißt du? Uns. Fand ich nicht so geil. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Hey. Commander, es freut mich zu sehen, dass Sie in Ordnung sind. Kaidan! Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gut, dass zumindest Sie wohlauf sind. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Ich hasse es, wenn es zivile Opfer gibt. Das scheint einfach nicht richtig zu sein. Aber zumindest konnten Sie Saren davon abhalten, die ganze Kolonie auszulöschen. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Wir sind Marines. Wir halten zusammen. Es tut mir sehr leid, dass wir Jenkins verloren haben. Ich hätte vieles dafür gegeben, ihn zu retten. Ich war dabei. Sie haben alles richtig gemacht. Wir hatten einfach nur Pech. Das war keine Ausflugsfahrt. Unsere erste Mission endet damit, dass ein Spectre den anderen tötet. Der Zitadellrat wird nicht sehr glücklich sein darüber. Wahrscheinlich werden sie diese Situation nutzen, um der Allianz mehr Zugeständnisse abzunötigen. Sie haben die Situation schnell erfasst. Sind Sie ein Karrieretyp? Ja. Wie viele Biotiker. Wir unterliegen keinen Beschränkungen, aber wir stehen unter besonderer Beobachtung. Man könnte uns eigentlich auch dafür bezahlen. Außerdem hat auch schon mein Vater gedient. Machte ihn stolz auf mich, als ich mich verpflichtete. Letzten Endes. Das ist Ihre Motivation? Ihre Familie? Ich habe meine Eltern nie kennengelernt. Sie hätten mich nach der Sache vor ein paar Jahren kontaktieren können, wenn sie mich hätten sehen wollen. Ah, verstehe. Der skylianische Angriff. Ah. Danach haben sie sich wahrscheinlich ihre Position in der Flotte aussuchen dürfen. Ich hörte, dass wir zur Zitadelle reisen, Ma'am. Warum? Der Captain hofft, dass der Botschafter eine Anhörung beim Rat arrangieren kann, um ihnen zu sagen, was Saren vorhat. Das ergibt Sinn. Sie werden vielleicht noch gar nicht wissen, dass er nicht mehr für Sie arbeitet. Was immer passieren soll. Wir sind bereit, Commander. Ich krieg immer so ein Herz, so Kribbeln in der Brust, wenn ich Shepard reden sehe. Das sind so rische... Weißt du, damals, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, das ist schon so lange her. Oh, geil. Geiler Scheiß. Hey, sag was. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ist das nicht immer so? Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Naja, ja. Das muss am Ende ja sowieso jeder für sich selber entscheiden, ne? Aber... Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Bester Mann. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie?
Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Schwein, wa? Was heißt nur, ne? Migräne kann ich auch fertig machen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Da spreche ich aus eigener Erfahrung manchmal. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ihre Einschätzung bedeutet mir eine Menge. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem der Sternorden von Terra verliehen wurde. Ich bin auch nur ein Soldat, Williams. Ich habe immer nur meinen Job gemacht. Indem Sie eine ganze Einheit aufgehalten haben? Alleine? Bei allem Respekt, Commander. Sie scheinen einen Schutzengel zu haben. Dafür könnte es mal ein DLC geben, so, dass du die Vorgeschichten so spielen kannst, weißt du? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Immer schön Arsch kriechen. Was? Und hier gibt's nichts. Oh, geil. Wieder auf der Normandy. Ist das schön. Schauen wir uns mal hier um. Ah, hier ist der Anderson. Anderson, du krasser Dude. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Dock bringen. Jawohl, Captain. El Capitano. El Capitan. So. Ich weiß, dass es hier nicht nach oben geht. Geht ja nach unten. Lad, bitte warten. Lad immer noch, bitte warten. Tu mal hier den Ladebalken ein bisschen symbolisieren. Lädt ganz schön lange, ja? Oh, fertig geladen. Oh, Mensch. Klar. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Sehr gern, Commander. Schwer, Mensch. Rüstungen, ne? Gewehr auf Leichen. Natürlich besser als unseres. Ein wenig besser, aber wir werden uns hier nicht kaufen. Wir werden aber was verkaufen. Wir werden erstmal unsere Ausrüstung anpassen. Könnte man mal machen. Das wäre keine schlechte Idee.
so. Stimmt ja. Wir gehen hier schön auf Kampfpanzerung. Zack. Dann noch schön auf Sprunggewehr und auf Soldat. So. Ausrüstung. Präzision 66. Eigentlich alles verkaufen, ne? Wo die hier kannst du erstmal hier reinsetzen. Kaufen. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. In dem kurzen Stück hatte ich schon ganz schön angefangen zu häscheln, die junge Frau. Jetzt haben wir Upgrades verkauft. Upgrades wollen wir ja behalten. Wir lernen erstmal alle unter unserem Schiff kennen, ne? Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. So, und jetzt können wir uns zur Citadel. Gibt's gleich wieder die extrem kurze Ladepause. Die Frisur ist aber auch neu, ne? Die haben sie extra dazu, dafür Shepard hinzugefügt. Er hat ja vorher denselben Haarschnitt wie Dr. Jugwad. Ach, jetzt gibt's keine Ladepause? Jetzt gibt's erst hier die Ladepause oder was? Hä? Öffnen Sie die Tür. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Okay. Weitermachen. So, ne, wir wollen ja nicht. Doch, wir müssen ja zu Joker, wir müssen ja dann Karte gehen. Irgendwo was zu. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Also. Ich dachte, ich muss in der Karte gehen. Ist das geil? Was für ein gigantisches Schiff! Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower.
Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Wow, das ging aber jetzt abrupt, ey. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spekter außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot. Und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht Ihre. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadell-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Du sprichst mir aus dem Herzen, Schwester. Ich konnte Udina schon seit Ewigkeiten leiden. Schon seit dem ersten Mal, als ich ihn gesehen habe. Der ist einfach so typische Politiker halt, ne? Aber warte, mein Freund, warte. Wir werden dir so richtig eine reindrücken. So, das sollte ja alles gewesen sein hier. Ich frag mich, ob die irgendwas neu gemacht haben hier. Ich nehme natürlich alles mit, ne? Kein Ding. Das wird hier kein Speedrun. Ich werde überall... Ich verstehe, was Sie sagen. Aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Ja, so ruhig wie das Gespräch. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation, kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt.
Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur Galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volus. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volus zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elkor und Volus keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volus-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Sind alle sehr ablehnend gegenüber der Menschheit, wa? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Din. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volus-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ups, ja, schon angegungst, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Ja, moin. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kaelin, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen, offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kaelin? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Der hat schon seine vorgefestigte Meinung, was die Menschen angeht, ne? Und schert die halt alle über ihren Kamm. Ja, das heißt jetzt nicht, dass der jetzt nicht unbedingt so viel Unrecht hat, aber Recht hat er natürlich auch nicht. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Erzählen Sie mir von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Da hast du aber wieder, ne? Volus und Elko, Gegensätze, ne? Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was.
Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, Din. Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Ach, die Elkos sind super. Auf Wiedersehen, Botschafter. Schon wieder gegen die Stinkegungst, ja. Oh. Alles Gute, Menschenkommander. Ihnen bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschenkommander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschenkommander. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Wer ist diese Asari-Konsortin? Erstaunt nachfragend. Sie kennen sie nicht. Sie müssen neu auf Citadel sein. Alle hier kennen Shaira, die Konsortin, betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Viel Glück mit Ihrem Problem. Dankend verabschiedend. Ich danke Ihnen, Menschenkommander. Auf Wiedersehen. Gönnt verabschiedend. Ich. Was auch immer, jetzt hab ich's vergessen. Aber ich mag die Elkor. Ganz anders als die Volus, Alter. Die Volus gehen mir bis auf den Sack, ey. Aber das sind halt knallharte. Soll ich sagen, Händler? Das ist sozusagen das Händlervolk. Hallöchen. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Citadel. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Ach so. Ich muss jetzt los. Ich dachte, Ihnen da gab's nur was. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Oh, das ist aber ganz schön hier, ne? Also, das geht so, ne? Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Citadel-Raumstation. Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Citadel-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus-Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Citadel-Spezies und das Hauptquartier des Citadel-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Citadel-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Ich möchte mehr über die Citadel-Sicherheit wissen. Die Citadel-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Citadel-Regionen, auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Turianer, leitet die Citadel-Sicherheit im Moment.
aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadellraums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadell-Sektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadell-Sektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren, gegen viele Vorbehalte. Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadell-Sektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten. Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie erhielten sie eine Botschaft hier auf Zitadell. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Was können Sie mir über den Zitadellrat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadellraum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Alles auf klar. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Alles ich klar. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Ja, da haben wir erstmal eine Runde gequatscht. Ziemlich lange. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass du wieder dabei warst und dann, ja, bis dahin. Tschüss.